ist wieder Dienstag und es ist Zeit für eine neue Folge hier bei Heidrun & R. Und heute habe ich zwei Gesprächspartner hier. Ich freue mich sehr. Hallo Anita, hallo Klaus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und bin schon ganz gespannt auf eure Geschichte. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, ihr seid ja gebürtig aus Österreich und habt das Land verlassen. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich euch erstmal bitten, stellt euch doch kurz vor nacheinander, damit die Zuhörer auch wissen, wer ihr seid. Und dann würde mich natürlich erstmal brennend interessieren, wo seid ihr überhaupt und warum habt ihr eure Heimat verlassen und eine neue Heimat gesucht und wahrscheinlich auch gefunden. Genau, ich starte mal los. Also Anita Reidl und dieses Jahr 40 geworden, also einen runden Geburtstag gefeiert, schon hier gefeiert. Was gibt es zu mir? Ich bin seit 20 Jahren selbstständig, seit 5 Jahren so im Online-Business tätig, in dieser ganzen Online-Business-Bubble, hier spezialisiert auf Social Media Community. Also mir ist immer die Menschen dahinter sind mir wichtig. Und das ist auch mit dann ein Grund, das ist die Brücke, warum wir auch ausgewandert sind. Das Umfeld ist so entscheidend, egal ob auf Social Media, online, offline oder in dem, wo man halt lebt. Deswegen ja, an dieser Stelle schon die Brücke zu mit einem Grund, das Umfeld ist entscheidend. Sehr cool. Ja, hallo, ich bin der Klaus Reidl. Ich bin 47 Jahre alt und ich bin der Ehemann von der Anita Reidl, klarerweise. Und ich arbeite als Coach und Berater. Und mein Schwerpunkt liegt hier auf energetischen Arbeitsweisen und auf Stressabbau, beziehungsweise im Entspannungsbereich. Cool. Ja, dann erzählt doch mal, wo seid ihr jetzt? Ich weiß ja auch so gar nichts von euch. Ich finde das gerade sehr, sehr spannend, weil das auch für mich alles neu ist. Genau, wir sind nach Mallorca ausgewandert. Jetzt fragen die meisten, warum Mallorca? Das stellen wir dann meistens die Frage, warum nicht? Tatsächlich sind wir, da wir aus Österreich kommen, da ist es nicht so üblich, dass man Mallorca so gut kennt. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ach, da sind wir schon seit Jahren auf Urlaub. Wir waren genau ein einziges Mal hier mit unserer Tochter in einem All-Inclusive-Club, wo wir nicht viel von der Insel gesehen haben und nicht viel sonst was. Aber ja, Mallorca ist so nahe zum Dachraum, dass man schnell wieder wohin fliegen, zurückfliegen oder dergleichen kann. Aber trotzdem ganz anders vom Leben hier. Das würde jetzt ich mal sagen. Mal schauen, was der Klaus dazu sagt. Ja, tatsächlich ist es eine andere Welt, wenn man hierher kommt. Und das Gefühl, das die Anwohner oder die Einwohner hier vermitteln, das ist natürlich auch pure Lebensfreude. Und das ist etwas, was uns sehr gut gefällt und auch ein Hauptgrund war, warum wir uns Spanien bzw. auch Mallorca ausgesucht haben. Weil hier sehr freundliche, sehr weltoffene und sehr, ja, das angenehme Umfeld halt ist, das uns sehr gut gefällt. Ja, cool. Das ist auch eine tolle Insel. Ich war bisher auch nur einmal da, aber ich finde sie wirklich toll. Und ja, spannend, dass ihr sagt, dass das in Österreich gar nicht so bekannt ist, weil in Deutschland, ne, weiß man ja, also irgendwie gefühlt ist ja Mallorca zur Hälfte von Deutschen besiedelt, beziehungsweise im Sommer haben die das ja fest in der Hand. Und das ist spannend, dass so, weil wir ja sehr nah aneinander liegen, dass das bei euch gar nicht so, ja, das Land oder die Insel der Wahl ist. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Österreicher entweder im Land oder wir halt sehr nahe zu Italien und Kroatien sind. Ja. Je nachdem, wo man unterwegs ist, setzt man sich ins Auto und fährt mit der Familie. Das heißt, da sind diese Autoreisenden eher bekannter, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir so herumfragen, da wir sehr nah in diesen Nachbarländern sind und Mallorca ja doch eine Insel ist, die man anfliegen darf. Und tatsächlich ist Mallorca gar nicht so deutsch, wie man glaubt. Also weil ja viele dann sagen, ja, das ist ja gar keine Herausforderung nach Mallorca, sondern die halbe Insel ist deutsch. Tatsächlich um Palma ja, weil ja dort der Tourismus ist in deutscher Hand, aber keinerlei Behörden. Wenn man außerhalb von Palma liegt, man muss Spanisch können oder zumindest Englisch. Es ist eher schwer, sich mit Deutsch hier über Wasser zu halten und vor allem diesen Lebensalltag zu bestreiten. Natürlich kann man einkaufen und man greift zur Tomate und muss auch nicht wissen, wie es heißt. Aber prinzipiell, wenn man sein Auto anmelden möchte, wenn man das Kind in der Schule anmelden will, Behördengänge wie Autokauf, anmelden für den Wohnsitz, Versicherung, Krankenhaus, was auch immer,
ist nicht Deutsch. Das heißt, hier muss man schon gut die Sprache können oder schnell erlernen oder zumindest mit Englisch. Sie sind aber sehr, sehr bemüht. Das ist der große Unterschied, finde ich schon, zumindest zu den Österreichern. Wenn da jemand nicht so gut spricht, dann ist es eher so, oh, der Ausländer, warum kann er das nicht? Also jetzt nicht so offen. Und hier ist es tatsächlich so, mit Händen und Füßen, ein paar spanischen Wörtern, die man aus dem Urlaub kennt, sind sie sehr, sehr offen, jemanden verstehen zu wollen. Und das ist schon mal der große Unterschied, wenn man hier ist und auch noch nicht die Sprache kann. Wir sind jetzt 1,5 Jahre hier. Wir lernen viel täglich, aber wir müssen auch noch Hände und Füße zu Rate ziehen. Und es funktioniert, sie sind uns da sehr zugewandt. Mhm. Sehr cool, weil ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich komme ja aus Norddeutschland. Ich finde zum Beispiel die Österreicher schon sehr, sehr offen. Wir waren früher sehr, sehr häufig in Österreich im Urlaub. Also ich kenne Österreich eigentlich auch besser als mein Heimatland, weil ich tatsächlich auch, glaube, wirklich jedes Bundesland einmal schon bereist habe, habe mich dort auch immer sehr wohl gefühlt, weil ich auch die Berge einfach sehr liebe. Und ich habe tatsächlich eure Landsleute immer als schon sehr offen wahrgenommen. Vielleicht eben, weil es hier in Deutschland oder gerade in Norddeutschland eben dann nochmal anders ist, keine Ahnung. Aber ja, das ist spannend, dass ihr das eben so empfindet, dass du das so sagst, dass das eben nochmal was ganz anderes ist. Dennoch könnte ich mir vorstellen, gerade weil du ja sagst, ihr habt auch eine Tochter, dass es ja sicherlich auch eine Menge Herausforderungen gegeben hat, so auch vielleicht im Vorfeld überhaupt. Was war denn da so für euch die größte Herausforderung, die ihr meistern musstet, bevor ihr diesen Schritt gegangen seid? Und was mich in dem Punkt auch gleich noch interessieren würde, viele denken ja, wenn man zusammen auswandert, ist das einfacher. Klar, ihr könnt jetzt nicht sagen, wie es ist, es alleine zu tun, aber vielleicht auch da nochmal drauf eingehen, wie war das eben wirklich, musstet ihr Kompromisse finden, eben zusammen auch alles zu entscheiden, wo geht man hin, erstmal das Land, dann auch den direkten Ort und so weiter, das ist ja sicher auch nicht ganz einfach. Ich gebe da gerne dem Klaus den Zuerst mal die Frage, wann dann wir austreffen in Entscheidung oder nicht, das ist immer die erste Frage. Die erste Entscheidung, die man treffen muss. Mhm. Und dann, wenn man das getroffen hat, die Frage, wo geht's hin? Mhm. Und das sind eben diese zwei grundlegenden Entscheidungen, die man sich stellen muss und die man diskutieren muss. Und war das relativ schnell klar, es war gar keine große Diskussion. Ich habe gesagt, okay, passt, machen wir. Und wir gehen dorthin, passt, machen wir. Also das war jetzt keine Herausforderung, monatelange Diskussion dorthin, dahin und warum überhaupt. Für uns war das so gesehen nicht die große Herausforderung. Wir waren uns da einig. Ist vielleicht nicht immer so der Fall, aber bei uns war es jetzt so. Tatsächlich war von der Entscheidung, dass wir auswandern, also wo wir gesagt haben, ja, machen wir. Und da muss man vielleicht dann auch nochmal Klaus sozusagen zu Wort kommen lassen, weil er hat seinen Angestelltenjob nach 20 Jahren gekündigt. Das heißt, es ist ein Zurücklassen oder eine heftige Entscheidung für jemanden, der sagt, ich wandere nicht nur aus. Jetzt sind wir beide selbstständig und mobil, arbeiten wir online. Aber zu der Zeit war er noch im Angestelltenverhältnis. Das heißt, es war nicht nur auswandern, sondern auch 20 Jahre Angestelltenjob kündigen. Also zwei große Schritte. Aber von der Entscheidung bis zu dem Tag, wo wir unser neues Haus betreten haben, waren es ein bisschen mehr als 3 Monate, also 3 Monate und ein paar Tage. Wow. Also es war eine relativ schnelle Sache, dass wir in der Kündigungsfrist schon Sachen verkaufen, alles auflösen, Kind von der Schule abmelden und dergleichen. Und da war das sozusagen ein relativ schneller Schritt und ein sehr positiver. Gefühlt haben wir nämlich kaum was zurückgelassen. Also das ist so, für uns war es ein wichtiger Schritt, hier auch einen Cut zu machen und zu sagen, wir suchen uns ein neues Umfeld. Auch für unsere Tochter ist es hier, so makaber das auch klingt, aber hier sind wir angekommen. Sie wurde hier in die Schule mehr integriert, hat viel schneller Freunde gefunden, viel schneller Anschluss als in ihrem Heimatland in Österreich. Und auch für uns war das ein Nachhausekommen. Zumindest das Gefühl hier, wie wir hier gestartet sind. Genau. Klasse. Also ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil innerhalb von 3 Monaten, ja, ich habe auch schon andere gehört, die wirklich sehr schnell entschieden haben. Aber wenn man wirklich auch dann diesen Schritt macht und sagt, wir lassen wirklich alles zurück, was wir hier haben, und dann auch mit Kind und Kegel, wie man so schön sagt, mit allem drum und dran, das innerhalb von 3 Monaten, Respekt, finde ich echt klasse. Und vor allem, Klaus, bei dir, wenn du dann auch noch deinen Angestelltenjob gekündigt hast, ich meine, vermutlich wirst du das ja dann auch gerne getan haben, diesen Schritt zu gehen, aber wo hast du denn diesen Mut hergenommen, zu sagen, okay,
ich mache das jetzt, ich gebe das da auf und verlasse mich darauf, dass meine Selbstständigkeit läuft und dass wir das alles hinkriegen. Ich finde das schon einfach mutig. Ja, also wenn man das anders betrachtet, wäre man natürlich verrückt. Also so gesehen habe ich natürlich auch auf meine Erfahrungen oder auf meine Fähigkeiten vertraut. Ich muss sagen, das, was ich jetzt mache als Coach und Berater, habe ich ja nebenberuflich schon über 18 Jahre lang gemacht in okay. Österreich. Mhm. Und das ist ja nichts, was Neues. Und ich habe es dann mit der Auswanderung in eine vollständige Selbstständigkeit umgewandelt. Mhm. Das ist ja auch mein Herzensthema und das ist jetzt Vollzeit, das machen kann, das macht mich. Das erfüllt mich natürlich, das ergibt mir neue Kraft, neuen Schub und das ist etwas, was für mich ganz toll ist. Und daher war es so gesehen jetzt mit der Entscheidung eine Möglichkeit, diesen Schritt endlich zu tun. Das mutig sein muss man immer, wenn man etwas bewegen, erreichen möchte. Ohne Mut geht es natürlich nicht, das ist klar. Aber wo kommt der Mut kommt, ist hergekommen aus der eigenen Überzeugung, aus den eigenen Glaubens, auf die eigenen Fähigkeiten. Das ist quasi dort der Mut entsprungen und dann ist es nicht schwer. Also wenn du das hast, dann geht es um einiges leichter und du kannst solche Entscheidungen schnell treffen. Ja. Ja, wir sind ja nicht nur ausgewandert mit Kind, wir haben auch noch gehabt einen Hund, einen sehr alten Hund und zwei Meerschweinchen. Also wir haben okay. Wir sind da, das war eine abenteuerliche Fahrt, ja, muss ich sagen. Wir sind mit dem Auto gefahren, weil wegen den Tieren, wir sind nicht geflogen. Wir haben die erste Tranche haben wir mit den Autos gemacht. 3000 Kilometer on the road mit Kind und Haustieren. Und da habe ich nicht gewusst, ob der Hund sich überhaupt mitmacht, aber das war, Gott sei Dank, hat er das überlebt und dann auch mehrere Monate hier verbracht in Spanien. Und hat hier seinen Lebensabend genossen. Das war auch eine schöne Erfahrung. Der Mut, ohne Mut geht es natürlich nicht. Ja, das klang jetzt auch eben so, ja, dass du im Grunde, vielleicht war das auch der Anstoß, den du brauchtest, um diese Entscheidung zu treffen. Ne? Also so klang das für mich jetzt gerade so ein bisschen zu sagen, so und jetzt mache ich das und vertraue eben auch auf das, was ja sowieso schon da ist und was sowieso auch schon funktioniert. Das ist cool. Wie war denn das für eure Tochter? Hat die von Anfang an, als ihr gesagt habt, so, wir verlassen hier unsere Heimat und wir gehen nach Mallorca, hat die von Anfang an gesagt, juhu, oder gab es da auch Diskussionen, Herausforderungen, auch so in der Familie, können wir vorstellen, vielleicht die Großeltern oder so, dass sie auch sagen, Mensch, habt ihr euch das überlegt? Und also es ist ja das, was dann halt sehr oft und häufig eben so aus dem Umfeld kommt. Also tatsächlich muss man bei uns dazu sagen, wir sind in einer Sondersituation, wir haben so gut wie keine Familie. Okay. Beziehungsweise keinen Kontakt zu unserer Familie. Mhm. Das heißt, wir haben weder die Unterstützung auf der einen Seite, noch aber die Skepsis auf der anderen Seite. Das heißt, sämtliche Stimmen, die um uns herum irgendwie gesagt haben, naja, ihr könnt ja wieder zurückkommen und naja, wer weiß und so weiter. Wir können nicht zurückkommen, weil dort wartet auch niemand auf uns. Also es gibt keinen doppelten Boden. Mama, die sagt, ja, wenn es nicht funktioniert, hier könnt ihr jederzeit wieder zurückkommen, sondern wir haben nur uns. Mit aller Kraft, die wir aus uns heraus generieren. Aber dadurch hatten wir auch weniger Stimmen. Wir hatten ein paar Freunde, die dann gesagt haben, naja, also Malle, ich weiß ja nicht. Und also die selbst sich nicht trauen, auszuwandern und irgendwie diesen Wunsch hegen. Jetzt, wo das Wetter in Deutschland und in Österreich so bescheiden ist, die letzten Wochen, sitzen wir halt hier und sagen, alles richtig gemacht, wir haben wunderbares Wetter, alles richtig, was für uns einfach wichtig ist, weil wir so Sonnenmenschen sind, die die Kraft aus der Sonne ziehen. Ja. Und für unsere Tochter selbst war es tatsächlich so, dass sie sich nicht wohlgefühlt hat in der Schule, wo sie war. Somit jetzt auch nicht die vielen Schulfreunde zurücklassen hat müssen, weil wenn natürlich jetzt so eine große Freundesschar hat, und ich glaube, sie noch gar nicht begreifen konnte, sie ist damals 10 gewesen und wir sind dann ausgewandert, dass sie es noch gar nicht so begriffen hat, was bedeutet dieses Auswandern. Sie hat nur gehört, es ist ein neues Haus in ein neues Land. Wir haben einen großen Pool, den haben wir versprochen, den hatten wir dort nicht. Also wir haben ein bisschen so, haben wir aber tatsächlich auch fast ein halbes Jahr zum Ankommen gegeben. Ja. Das heißt, Zeit gegeben, auch nicht sofort wieder in die nächste Gruppe und hier sind ein paar Deutsche auf der Insel und wir treffen die und die, sondern wir haben Zeit gegeben zum Ankommen. Und nach einem halben Jahr war dann auch der erste Schultag und sie konnte hier auch Schritt für Schritt, wir haben sie hier auch nicht in eine spanische Schule, sondern in eine spanisch-englischsprachige gegeben, in eine internationale, weil es gibt ganz viele, die sagen, ja, jetzt sind wir in einem fremden Land, jetzt muss das Kind gleich in die spanische, die wird das schon lernen. Wir wollten aber einfach nicht, dass sie, wenn sie gar nichts versteht, ein Jahr lang durch die Hölle geht. Wir haben es toll, wir arbeiten mit deutschsprachigen Kunden und unsere Tochter muss aber tagtäglich
kämpfen, weil sie niemanden versteht. Da war dieser Übergang Englisch-Spanisch super und mittlerweile bestellt sie schon und schimpft mit uns auf Spanisch. Sehr cool. Ja, das ist wirklich toll zu hören, wie leicht es dann eben letztendlich auch gehen kann, wenn einfach der innere Glaube da ist und wenn einfach auch die Entscheidung wirklich, weil das ist das, was ich bei euch auch wahrnehme. Ihr wart einfach so entschieden und klar, dass ihr dorthin wollt, dass es dann eben auch das tatsächlich leicht gehen darf. Das ist ja das, was man immer so gerne hört und was ja auch in der Coaching-Szene so gerne gesagt wird. Ja, wie darf es leicht gehen und wie kann es leicht gehen? Manchmal ist es eben einfach nicht leicht und man hat diese Herausforderungen, aber wenn man eben wirklich da mit vollem Wunsch dabei ist und einfach ganz klar sagt, ja, da liegt aber jetzt unsere Zukunft, dann fügen sich ja eben auch so viele Dinge einfach und dann funktioniert es plötzlich. Und ja, klar kann man dann auch noch sagen, ihr habt da vielleicht Glück gehabt, dass eure Tochter das auch so mitmacht. Aber für mich klingt es eben auch einfach so, dass ihr, ja, dass ihr es ja dennoch trotz allem auch einfach sehr durchdacht gemacht habt und sehr, ja, einfach sehr bewusst diesen Schritt eben gegangen seid. Genau. Man muss auch dazu sagen, dass wir einige Hürden hatten, weil es, auch wenn es nach Leichtigkeit klingt, aber das sind einfach Alltagshürden. Es begann schon damit, dass wir keinen Briefkasten am Zaun hatten, dass einfach unsere Finca keine Adresse hat jetzt im Sinne von, du kannst dort Post oder Amazon-Paket oder dergleichen hinschicken und wir aus Österreich das nicht wussten, gleich mal alle Briefe umgeleitet haben, die irgendwo im Nirvana in Spanien irgendwo gelandet sind, weil es gibt das nicht. Also es gab eine Adresse, sozusagen eine Grundstücksnummer, aber das ist keine richtige Adresse, das heißt, es kommt ja auch kein Briefträger und dergleichen und plötzlich hatten wir mal die ersten 2 Wochen gar keine Post, die wir umgeleitet haben, bis wir dann mal am Postamt waren, mit Händen und Füßen mal die erste Postbox eröffnet haben. Diese ganz vielen kleinen Schritte, die jetzt so lächerlich klingen, aber natürlich, wenn du keine Briefe empfängst, dir kein Paket bestellst, ich habe mir einen tolle Outdoor-Lounge bestellt, der ist Lieferant ist einfach nicht gekommen, mehrere Monate lang, weil sie einfach gesagt haben, sie finden die Adresse nicht. Also diese Dinge, die man vielleicht so gewohnt ist oder Müllabfuhr vor dem Haus, hatten wir auch in Österreich, gab es dort nicht. Hier in Spanien fährst du mit deinem Müllbeutel zur nächsten Sammelstelle, egal ob du eine große Finca hast oder ob du in einer Wohnung wohnst und gibst das zentral auf den Sammelstellen ab. Das muss man mal wissen. Man muss wissen, wie das funktioniert, dieses ganze System. Also nur zum Sagen, wir sind jetzt hergekommen und es war das easy peasy. Diese kleinen Stolpersteine, und da kann ich eigentlich nur jedem sagen, der darüber nachdenkt, auszuwandern, es muss das Band schon stark sein in der Familie. Also es gab oft, wo ich verzweifelt bin, wo mein Mann der Starke war und umgekehrt. Also uns beide bringt so schnell nichts um. Mhm. Diese ganzen Stolpersteine, die man so hat, auch wenn es heißt, 8 Monate lang aufs Auto zu warten, ist auch ein Stolperstein und ist nicht so einfach, wo man sagt, ach, na, dann haben wir halt kein Auto. Ja, dann gehen wir halt zu Fuß. Wenn man Mallorca kennt, da geht man nicht lange zu Fuß. Das sind große Distanzen. Also hier einfach auch zu wissen, wenn die Beziehung schon kränkelt und man zieht dann aus und dann kommen solche Stolpersteine, ich glaube, dann kommt man viel ins Wanken. Also wir kennen uns jetzt bald 20 Jahre, wir sind nach 18 Jahren sozusagen gemeinsam ausgewandert, da ist die Beziehung schon stabil. So ganz frisch Verliebte, die dann sagen, oh, machen wir ein Abenteuer draus, da kann ich mir schon richtig vorstellen, dass es dann zu viel mehr Stress und Streit führt innerhalb der Beziehung. Musst du auch gewisse Resilienz haben gegenüber von Situationen, die auftreten und nicht für jeder Thematik gleich zum Weinen beginnen. Das ist, muss ich schon sagen, dass wir sind ja beide im Coaching-Business und das ist natürlich eine gewisse persönliche Reise hinter uns, was unsere Persönlichkeit betrifft. Und da haben wir eine gewisse Resilienz gegen Sachen gegenüber oder gegen neue Situationen oder sind situationselastisch, wenn du das so möchtest, oder sind da reaktionsstark oder wir können hier dynamisch reagieren. Und das braucht man schon, weil die Zeit, es war nicht einfach, es sind 3 Monate, es ist schon eine kurze Zeit. Und wenn du da hier nicht Entscheidungen treffen kannst, möchtest oder willst, geht das nicht. Vor allem, du musst ja damit leben und dann anpassen und wieder ändern. So gesehen. Ja, man nimmt ja auch seine eigenen Dinge mit sich mit. Ne? Das ist ja auch immer was ganz wichtig ist. Viele denken einfach, wenn ich irgendwo anders hingehe, dann ist alles gut. Aber letztendlich nimmt man ja die Dinge mit. Und
gerade in einer Beziehung, viele denken ja auch, es ist so viel einfacher, zu zweit auszuwandern. Aber wie ihr ja gerade auch schon sagtet, das ist eben auch ja, sicherlich auch eine Zerreißprobe für eine Beziehung, wenn die vielleicht nicht mehr oder noch nicht auf so einem sicheren Fundament steht, dass man das eben wirklich dann auch ja, gemeinsam wuppen kann. Das ist klar, die Beziehung braucht eine gewisse Basis, ohne der geht das nicht. Und wie vorher schon gesagt, eine gewisse Erfahrung auch mit dem Leben wäre ganz gut, muss nicht sein, aber ist immer, ist halt, wir haben uns hier auf unsere Erfahrung auch verlassen, vergangene Sachen gut zu bewältigen, und das ist auch ein was reinspielt. Also wie gesagt, auch davor schon mit den beruflichen Thematiken, also wir haben große Erfahrung in den Bereichen, und daher ist das auch, war das für uns jetzt schon eine Herausforderung, ja, weil das war jetzt außerhalb der Komfortzone, weil das macht man nicht jeden Tag. Wenn man es jetzt öfters macht, dann ist es auch nicht mehr so spannend, aber im Endeffekt ist es ja jetzt nichts anderes, wenn ich jetzt von Bayern nach Stuttgart ziehe. Und jetzt ja. Es ist nur eine Übersiedlung, wenn man das rein technisch betrachtet, und das ist halt ein anderes Land. Also wenn man das rein nüchtern betrachtet, ist es nur eine Übersiedlung von A nach B, fertig. Ja. Genau. Das war ja innerhalb der EU. So gesehen, das heißt auch ja, nur dass ihr natürlich eben auch die andere Sprache mit hattet. Genau, aber wir waren innerhalb der EU, das muss man einfach berechnen, dass es natürlich jetzt leichter ist. Wir brauchen kein Visum beantragen oder wir brauchen nicht, es ist an nichts geknüpft, wie jetzt zum Beispiel in den USA oder woanders, dass es an irgendeine Investition geknüpft ist. Das heißt, wir können hier es ausprobieren, aber auch wieder woanders hin oder zurück oder was auch immer. Das heißt, für uns war klar, wenn wir es nicht tun, dann werden wir vielleicht ein Leben lang sagen, hätten wir es doch probiert. Somit war für uns, was wäre der Worst Case, was könnte passieren? Wir haben theoretisch noch unsere österreichischen Reisepässe. Das heißt, natürlich kann man zurück auch aufs österreichische Sozialsystem sich verlassen. Aber das ist für uns gar keine Option. Diese Sicherheit brauchen wir nicht, sondern wir wollten wirklich, wir haben auch unser Haus verkauft. Also wir haben wirklich abgeschlossen und gesagt, wir starten neu durch hier in Spanien. Haben aber auch schon gesagt, wer weiß, ob wir hier, wie lange wir hier bleiben. Also wir planen auch schon wieder, so wie der Klaus gesagt hat, wir sind ja jetzt dann schon erprobt, vielleicht dann ins nächste, übernächste Land oder einen zweiten oder dritten Wohnsitz. Also wenn man ein bisschen diese Reiselust merkt, und es ist eigentlich nur eine Reise mit längerem Aufenthalt für uns, dann sieht man, wie großartig die Welt ist und wie toll es da draußen ist. Also wir lieben, dass in den Gassen getanzt wird, dass laut gesungen und gefeiert wird und kein Nachbar schreit, es ist Ruhestörung, 22 Uhr, pst, wieder. Ja. Und wenn es so ein Nachbar ist, hier auf Mallorca, dann ist es ein Deutscher. Das muss ich einfach so sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ohne da jetzt irgendjemanden hier angreifen zu wollen, aber kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil das ist ja eben das auch, was, ja, was man hier eben in diesem Land auch häufig erlebt und was ja auch durchaus seine Berechtigung hat. Und das ist ja auch nicht unbedingt schlimm, aber die Lebensfreude, die fehlt eben tatsächlich häufig. Ob es wirklich daran liegt, dass wir hier eben auch so mit dem Wetter zu kämpfen haben oder was auch immer es dann ist. Aber es ist sicherlich gerade auch hier bei uns in unserem Land so angelegt. Mit Sicherheit auch aufgrund unserer Geschichte. Ich meine, in der Schule bekommen wir das ja auch schon von klein auf alles eingetrichtert. Und ja, ist also ich kann es mir durchaus vorstellen, ich kann es gut nachvollziehen und ja, dieses Reisen oder überhaupt andere Kulturen kennenlernen ist ja eben auch so wahnsinnig bereichernd. Habt ihr denn im Vorfeld auch mal über einen möglichen Plan B gesprochen oder habt ihr wirklich gesagt, nee, also das ist es jetzt und wenn ein Plan B her sollte, dann wird er dann kommen, wenn es eben so sein sollte? Genau so ist es. Genau so ist es. Alle Kraft gebündelt nach vorne, weil sonst verliert man hier Meter und Energie. Das kann man machen, wird aber nicht funktionieren, denke ich, wenn wir mit halbherzig an die Sache herangehen. Und daher wurde alles gebündelt auf diesen Punkt hin. Und ja, hat gut funktioniert und kann man so empfehlen. Es ist tatsächlich so, dass wir tagtäglich immer wieder eine kleine Bestätigung bekommen. Das heißt, tagtäglich, wenn wir im Alltag hier sind, ob es jetzt ist, dass wir in 15 Minuten am Strand sind, ob es ist, dass unsere Tochter eingeladen und integriert ist, ob es auch ist, dass wir die Sprache Spanisch lernen und man plötzlich mitbekommt, in wie vielen Filmen und wo wird denn überhaupt Spanisch gesprochen. Das heißt, plötzlich merkt man, wie wichtig auch die spanische Sprache ist. Diese Lebensfreude, dieses
Hier zum Beispiel sind Kinder immer willkommen. Es ist egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit. Es werden Feste gefeiert, die starten erst um 20 Uhr, weil wir auch 35 Grad haben. Das heißt, es wird auch abends und nachts gefeiert, am Strand, in Ortschaften, gesungen, getanzt. Da sind die Kinder mit dabei. Also alleine dieses Gefühl zu haben, also zumindest ist in vielen Restaurants, auch in Österreich, ist es eher so, ach, bleib am Tisch sitzen, bitte lauf nicht herum, bitte sei nicht zu laut, bitte sei nicht unangenehm. Also man wächst auch so auf, dass eigentlich ist Kind Störenfried, egal ob man am Amt warten muss oder sonst wo, bitte setz dich hin, hier hast du dein Tablet, bitte sei ruhig, bitte mach nichts. Hier ist das viel offener, hier wird quer durch den Park gerannt, durch die Stadt. Es wird aber auch darauf geachtet, also man merkt plötzlich, wo bin ich aufgewachsen, und wir beide sind 40 Jahre lang in Österreich und noch länger gewesen. Und für uns war das aber selbstverständlich. So ist es halt, das Leben. Man muss sich halt da anpassen und man muss halt Rücksicht nehmen, und Kinder sind halt da nicht gewünscht. Und plötzlich ist man in einer anderen Welt und denkt sich, nee, das geht auch tatsächlich, dass die wirklich mitgenommen werden, dabei sein dürfen und dass keiner die Polizei ruft, weil du halt quietschende Kinder um 23 Uhr noch hast, die im Pool gerade Spaß haben, sondern dass das ein Teil des Lebens hier ist. Ja. Und deshalb finde ich es so spannend zu sagen, manchmal muss man aufpassen, dass man nicht in seinem eigenen Saft schmort und sich denkt, die Welt ist so, weil es ist so rundherum. Und das haben wir halt auch gemerkt, und das täglich kriegen wir das bestätigt. Diese Auswanderung, das war eigentlich schon cool. Hier ist es einfach anders cool. Auf alle Fälle ist auch das Wetter, ja, das ist immer, aber das ist wirklich tatsächlich so, das ist ganz was anderes, wenn du 12, 13 Stunden, Sonnenstunden hast am Tag, ja, als 3 oder 4. Das ist ein komplett anderes Leben. Das kann man sich nichts vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Ja, aber das macht was mit einem, und das ist ja auch diese Vitamin D-Ausschüttung. Du bist einfach freundlicher, du bist gut gelaunt. Das spielt da allein nur durch das Wetter. Ja, das glaube ich tatsächlich auch, dass das ganz, ganz viel einfach damit ausmacht und dass das ja vielleicht auch manchmal eine Erklärung ist, warum Menschen eben in gewissen Gebieten dann einfach vielleicht auch zurückgezogener sind. Deswegen sind sie ja nicht unfreundlich oder irgendwas. Also ich bin auch viel in Dänemark und da sind die Menschen unglaublich freundlich und sehr, sehr offen, auch wenn man das in Skandinavien ja eigentlich nicht nachsagt, aber ich habe es bisher so erfahren. Und die haben ja nun auch nicht so viel Wärme oder Sonne dort, aber dennoch ist das sicherlich auch eine Erklärung, warum das vielen Menschen eben so geht. Und es ist ja einfach unser Lebenselixier. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, das einfach zu haben. Und es ist schön, immer wieder zu hören, auch wie ihr sagt, eben den Fokus darauf zu legen und einfach dann wirklich all in zu gehen und nicht zu sagen, naja, wir haben ja in der Hinterhand noch Plan B oder wie auch immer. Letztendlich gibt es den ja immer, weil irgendwo wird es für jeden eine Möglichkeit geben, wenn eben etwas nicht klappt, einen anderen Weg zu gehen. Es ist dann immer nur die Frage, findet man dann eben die Kraft dazu. Aber wir können hier auf Mallorca in jede Höhle, sage ich immer. Zur Not leben wir auch hier in der Höhle. Also der Plan B ist tatsächlich immer, wo man sagt, nee, es gibt natürlich immer was, aber wir reagieren erst dann, wenn es soweit ist, weil sonst macht man sich auch, wenn man überlegt, auszuwandern, man malt sich das in allen Farben, schwarz, weiß, wie auch immer, bunt. Und dann kommt man hierher und es ist anders. Und deshalb kann man das eigentlich gleich weglassen, das schwarz zu malen oder nicht. Das heißt, für uns war volle Kraft voraus, wenn etwas kommt, reagieren wir dann in der Situation, aber sich vorher wochenlang, monatelang oder jahrelang, wir kennen viele, die auswandern, schon jahrelang überlegen und immer sagen, wenn die Kinder aus der Schule draußen sind, wenn ich mit dem Job fertig bin, in der Rente, dann später, wenn, was auch immer, dass wir finanziell besser aufgestellt sind. Es gibt immer so einen Grund, warum gerade nicht. Aber an diesem Grund kann man auch dort arbeiten. Also auch da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, wunderbar, wir gehen hier, wahrscheinlich niemals, weil wir selbstständig sind, aber prinzipiell hier in Rente. Oder unser Kind wächst hier auf in einem Umfeld. Also es gibt immer so, wo man sagt, okay, sämtliche Befürchtungen, vielleicht tritt es gar nicht ein und es kommt was ganz anderes auf den Plan, wo man gar nicht darüber nachgedacht hat. Und wenn man nicht ganz in ein Land auswandert, wo man sagt, okay, also für uns zum Beispiel kämen jetzt Länder, wo eine extreme Armut herrscht, nicht in Frage, was jetzt Brasilien oder irgend sowas ähnliches, weil wir gesagt haben, es ist einfach gefährlich. Wir wollen nicht, wenn wir auf die Straße gehen, Angst haben müssen, in eine Bandenkrieg, Schlägerei, Schießerei zu geraten. Das heißt, für uns war der Sicherheitsaspekt, das Sozialsystem im Sinne von Krankenhäusern, ärztlicher Versorgung und dergleichen, dass man hier gut aufgestellt ist. Aber sofern das ist, und das ist hier in Spanien und Mallorca ist das der Fall, haben wir gesagt, warum nicht, was spricht dagegen? Und ganz oft die Menschen, die dann sagen, ja, habt ihr keine Angst gehabt, sagen immer, wovor?
Was ist dieses Gespenst, das man dann glaubt zu haben? Ja. Ich sage auch immer, was soll passieren, außer dass es funktioniert? Das ist das Schlimmste, was eintreten kann. Ja. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, diese Ausreden, die man dann immer hat und was man sich dann alles im Kopf eben ausmalt. Und niemand weiß ja, ob es so wird. Das ist erstmal sowieso nur eine Illusion, weil man weiß ja einfach nicht, was passiert. Und das ist ja auch das, was, egal jetzt nicht nur beim Auswandern, aber was man einfach so oft erlebt, dass es dann völlig anders wird, als man sich in seiner Fantasie ausgemalt hat. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, sich irgendwelche Ängste vorher zu machen oder zu denken, es könnte so oder so sein, weil es eben in den meisten Fällen tatsächlich ganz anders wird. Und je mehr man den Fokus auf das legt, was man möchte, desto besser wird es ja letztendlich dann auch. Ja, wir hatten keine Zeit, Angst zu haben. Das war der Vorteil. Ja, das stimmt natürlich. Es war tatsächlich bei uns so, bevor es begonnen hat, haben wir schon kommuniziert. Wir haben schon gewusst, wir räumen aus. Es gab bereits den Hausflohmarkt. Wir haben bereits gekündigt, Sachen verkauft, gewusst, wir gehen. Das heißt, wenn diese kurzen Momente waren von... wollen wir das wirklich? Also man muss auch dazu sagen, wenn man halt das Haus entrümpelt und wieder alles verkauft und hergibt und herschenkt und verteilt, irgendwann mal sitzt man dann auf 1000 Kisten und denkt sich nur, um Gottes Willen, warum tun wir uns diese Scheiße eigentlich an? Aber das geht jedem, der übersiedelt und dann einfach sagt, okay, ich muss mich von Ballast trennen. Und bei uns waren es halt die Übersiedlung von 2500 Kilometer. Aber wenn wir von unserem Bundesland nach Hamburg gezogen wären, wäre es ähnlich. Also das wäre auch so, dass wir ballastlos hätten werden müssen. Ja. Aber die Veränderung schafft halt Potenzial für Neues. Ja, wir haben auch sehr viel hergeschenkt, das muss man auch sagen. Du kannst ja nicht alles verkaufen in 3 Monaten und 2 Monaten. Und wir haben auch einen Großteil herschenken müssen, weil das war nicht möglich, das mitzunehmen. Und wenn du ein Haus verkaufst, macht das auch keinen Sinn. Bevor wir sie wegschmeißen, schenken wir es her. Und das haben wir dann auch gemacht. Sehr viel gespendet, den Nachbarn geschenkt, irgendwelchen Bekannten. Cool. Ja, das war dann auch das, was wir dann gemacht haben oder machen. Ja. Das zum Verkaufen wäre viel mühsamer gewesen. Zum Diskutieren und ich komme, ich schaue es mir an, sage, bitte nicht, kauf oder kauf nicht. Und dann, oder ich schenke es dir. Wir wollten das in guten Händen wissen und loslassen. Ja. Und wenn man wieder so einen Schritt hat, hat man die Möglichkeit, wieder Ballast loszuwerden. Und plötzlich merkt man, wir haben jetzt mittlerweile sind wir einmal schon wieder innerhalb der Insel übersiedelt und es werden immer weniger Kartons. Also es sind noch viele, aber es wird immer weniger. Und ich bin mir sicher, wenn die nächste und übernächste und irgendwann einmal werden wir mit leichtem Gepäck reisen und sagen, eigentlich braucht man das alles nicht. Also wenn man auswandert, glaubt man noch, naja, ich brauche das alles vielleicht dann dort in Spanien. Und plötzlich merkt man, hier ist dann wieder was anderes. Und wenn wir vielleicht ins nächste Land ziehen, werden wir wieder merken, dort braucht man vielleicht wieder was anderes als das, was wir in Spanien brauchten. Und somit wird es immer schmäler. Mit 13 Kubik ausgewandert und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 8 oder so. Auf 8 Kubik reduziert und das ist schon zu viel. Also wenn man selbstständig und ortsunabhängig arbeiten möchte, ist sogar das schon zu viel. Aber wir wollen es natürlich auch, man braucht das auch nicht. Das ist auch die Erkenntnis gewesen von diesem ganzen Verkauf und man sammelt so viel Schrott an die Jahre, dass das glaubt man gar nicht. Das ist unglaublich, wie viel Müll und also Müll im Sinne von unnützes Zeug, das man nie wieder braucht, ansammelt und irgendwo hortet. Das war eine große Erkenntnis, das war schon, muss man schon sagen, ein großes Learning. Ja, sehr, sehr cool. Ich danke euch beiden sehr für dieses wundervolle Gespräch. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Ich finde, da sind ganz, ganz viele wunderbare Ideen dabei und ganz viel, was Mut machen kann, weil das ist ja das, warum ich eben auch diese Reihe ins Leben gerufen habe, um einfach Menschen Mut zu machen. Es geht ja gar nicht immer nur ums Auswandern und das habt ihr ja auch so schön gesagt. Letztendlich ist es immer eine Veränderung und selbst wenn man nur in Anführungsstrichen umzieht oder wenn man einfach entscheidet, Dinge loszulassen. Es ist immer eine Veränderung und das ist halt einfach, das braucht halt Mut, den Schritt zu tun, aber es ist eben so bereichernd und fand ich ganz, ganz toll. Ich danke euch ganz herzlich und ich übergebe euch gerne das letzte Wort, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt oder noch einen Tipp habt oder irgendwas, was ihr jetzt noch an die Welt draußen geben wollt, dann sehr gerne. Also ich würde gerne sagen, Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es dann trotzdem zu tun. Und ich denke mir, wir sind alle, zumindest die wahrscheinlich das Interview hier auch sehen, in einer privilegierten Lage, dass wir sagen, es gibt immer noch die Möglichkeit, zurückzugehen oder was zu verändern oder Unterstützung zu holen oder dergleichen. Das heißt, es ist nie so schrecklich,
dass man sagt, es ist dann ein Fallen ohne Sicherheitsnetz, sondern das haben wir ja. Und deshalb macht es das, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und ich möchte noch sagen, also wie oft gesagt worden ist, Glück hin oder Glück her. Glück ist ja immer nur das, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und das war in diesem Fall ja natürlich der Fall. Ganz wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank euch.